Hi Leute, heute geht's um einen Haufen komplizierten Schwachsinn, absoluter Blödsinn, der oft geredet wird, der hochkompliziert klingt und dir überhaupt nichts bringt. Heute möchte ich darüber reden mit dir, dass mir mal aufgefallen ist, wie viel Schwachsinn, wie viel absolut kompliziert klingende Sachen irgendwo erklärt werden. Klingt super abgefahren, super toll. Stoff XY hilft dir, die Blutzirkulation anzuheben, um 2/3 des AF-Wert zu heben, was weiß ich. All dieses hochtrabende Gerede und das im Bereich Ernährung, Gesundheit. Und es ist immer wieder zu beobachten und die Leute sind dermaßen überzeugt von solchen Sachen. Und wenn du mal einen klaren Blick entwickelst, dann wirst du feststellen, dass die meisten Leute keine Ahnung haben, aber dermaßen überzeugt von was sind. Und es gibt da einen schönen Vergleich, stell dir mal vor, Überzeugung, weil ja viele sagen, du musst überzeugt sein. Ich halte Überzeugung für eine sehr schlechte Eigenschaft, wenn du keine Ahnung hast. Und gibt es ein schönes Beispiel, einen Saal mit lauter Menschen drin, und das Licht ist aus. Du möchtest jetzt auf die andere Seite von dem Saal und du bist jetzt überzeugt, ich komme da rüber und laufe da einfach drüber. So, du trittst einen Haufen Leuten auf den Schlips, richtest einen Haufen Schaden an, haust den einen hier um, da um, aber du bist total überzeugt davon. Kommst vielleicht auch da drüben an. Aber der Punkt ist, wenn du das Licht anmachst, wenn du deine Sicht, deine Klarheit entwickelst, dann kannst du ohne Mühe da durchgehen. Du brauchst keine Überzeugung dazu. Du siehst, da steht jemand, du gehst hier rum. Du weißt genau, wo dein Weg ist. Du weißt genau, wo du gehen musst. Und wir haben viele Sachen so verkompliziert, vor allem im Bereich Gesundheit, Ernährung. Jedes Tier, jede Art hat irgendwie herausgefunden, was die artgerechte Ernährung für das Tier ist. Und weiß genau, was es essen muss. Eine Kuh weiß genau, wenn sie krank ist, dass sie gewisse Kräuter essen muss und so weiter. Hat dieses Gespür intuitiv im Körper. Und wir als Menschen haben solche simplen Bereiche komplett zerdacht und auf eine falsche Ebene übertragen. Weil Ernährung hat nichts mit deinem Verstand zu tun. Du kannst sie zerdenken, aber dann führt es dich zu nichts. Normalerweise, wenn du wieder lernst, auf deinen Körper zu hören, das Körpergefühl zu entwickeln, was eben lange dauert. Das ist wie wenn du ein Musikinstrument wieder lernst zu spielen. Du liest nicht 1000 Bücher über Ernährung, du liest nicht 1000 Bücher darüber, wie du Geige spielst, sondern du lernst es. Du gehst zu einem Trainer, der das gemacht hat, der selber Geige spielen kann am besten und lernst, wieder Geige zu spielen. Aber wenn du 1000 Bücher lernst, du liest, lernst du es nicht. Der Punkt ist, du musst es einfach machen, du musst das Gefühl wieder entwickeln und du musst ein paar simple Dinge beachten beim Üben. Aber du musst es eben auch machen. Und dann kann jeder ganz einfach Gesundheit in seinem Körper produzieren.
All diese chronischen Krankheiten, diese selbstgenerierten Krankheiten kann man dann wieder rückgängig machen, sind reversibel. All diese chronischen Krankheiten, die selber über Jahre im Körper generiert werden, wie Diabetes, Fettleibigkeit, Krebs und diese ganzen Sachen. Je nachdem, an was für einen Punkt man da natürlich gelangt ist, wie viel Schaden man schon angerichtet hat. Aber du kannst das Ganze wieder langsam rückgängig machen, je nachdem, wie viel du bereit bist, dazu gehen. Aber der Punkt ist, du brauchst nicht irgendwelche tollen Werte kennenzulernen. Du brauchst auch nicht mal Blutwerte. Du brauchst nichts, um gesund zu werden. Kein Tier der Welt schaut irgendwelche Blutwerte nach und ist gesünder als der Mensch. Worüber ich eben auch noch mal ein Video machen wollte, ist die Lebensspanne, das Lebensalter, warum das gestiegen ist bei uns und was die Lebensqualität dabei gleichzeitig angeht. Vielleicht ist das Lebensalter bei uns gestiegen, weil wir den Tod ewig hinausgestreckt haben. Aber das ist kein hochqualitatives Leben. Vor 100 Jahren konnte ein 60-Jähriger, hat 100 Mal so viel sich bewegt am Tag. Und es ist nicht übertrieben, hat sich 100 Mal so viel bewegt am Tag wie ein 20-Jähriger heutzutage. Und das muss man sich mal vorstellen. Ein 20-Jähriger heutzutage ist nicht in der Lage, körperlich das zu leisten, was ein 60-Jähriger vor 100 Jahren gemacht hat. Früher ist man überall noch hingelaufen. Du bist zum Einkaufen gelaufen, du hast Holz geholt, du hast einen Kamin angemacht und so weiter. Heutzutage, was laufen wir schon noch viel? Viele gehen von der Wohnung in die Garage, fahren auf die Arbeit, setzen sich an den Schreibtisch, fahren wieder zurück und gehen auf dem Arbeitsweg einkaufen. Und das war es dann auch schon an Bewegung. Ja, vom Auto zurück, zum Bad mal aufs Klo. So. Und das ist bei vielen Alltag. Überwiegend bei den meisten Alltag. Und dementsprechend braucht man sich nicht wundern, was für eine Gesundheit wir entwickelt haben, was für einen Krankheitszustand mittlerweile die allgemeine Bevölkerung hat. Und wenn du die Medikamente wegnehmen würdest, dann würde die Hälfte der Menschen durchdrehen und würde nicht mehr klarkommen, hätte Schmerzen oder würde psychisch einfach nicht mehr in der Balance sein. Dementsprechend, du brauchst nichts kompliziertes Wissen. Du musst einfach Dinge wieder lernen. Und das ist auch das, was ich in den Videos mache. Viele sagen, ja, dann ist es denn so simpel. Ja, es ist so simpel und ich komme mir im Grunde auch doof vor, dir sowas zu erzählen. Quatsch. Nein, aber es ist wirklich so. Es ist so simpel. Und nur weil jemand irgendwas Simples kompliziert erklärt, zeichnet ihn das nicht aus. Wenn du was Simples kompliziert erklärst, dann zeugt es eigentlich nicht gerade von Intelligenz und dann zeugt es auch nicht davon, dass du es wirklich verstanden hast. Und Ernährung, Gesundheit sind simple Dinge, sind absolut simple Dinge. Wenn du sie erfahren hast, dann kannst du die ganz einfach weitergeben und auch erklären die Zusammenhänge. Und nur weil das für dich jetzt nicht kompliziert klingen mag in gewissen Punkten, in der Differenzierung sind gewisse Sachen etwas komplexer. Aber wenn du den Ursprung verstanden hast, das Grundprinzip von Gesundheit ist so simpel. Und das Grundprinzip von einer gesunden Ernährung ist genauso simpel. Und das kannst du lernen, ganz einfach. Das kann jeder Mensch sich aneignen, ganz einfach. Aber es braucht einen Willen, das kontinuierlich durchzuziehen, seine Gewohnheiten zu ändern. Braucht es die gewisse Bereitschaft. Wenn du die Bereitschaft dazu hast, dann ist das ein Klacks, es ist ein Genuss, eine Freude, neue Geschmäcker zu entdecken, die noch dazu gesund, lecker und vital sind, um deinen Körper zu unterstützen. Dein System zu fördern. Und das wünsche ich dir und jedem. Und deshalb meine Richtlinie, ich erzähle jetzt nur was, an was ich mich zum Beispiel gehalten habe. Wenn ich was nicht verstehe,
dann mache ich es nicht. Und ich habe festgestellt, diese ganzen Chemie-Sachen, diese ganzen Fachbegriffe, ich habe die alle auch mal gelernt, ich habe eine Ausbildung auch in dem Bereich dann noch zusätzlich gemacht, als ich nach dem Studium dann umgeswitcht bin, komme ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Und dementsprechend, diese Fachbegriffe habe ich gemerkt, die sind überhaupt nicht nötig. Natürlich kann man das dann irgendwann mal damit beschreiben, wenn man es verstanden hat, aber es ist eigentlich überflüssig. Es ist sowas von überflüssig, weil die Sachen sind so simpel, klar und eindeutig und mit einer ganz einfachen Sprache erklärbar, sodass du es auch verstehst, auch als Laie. Und ich brauche da nichts Kompliziertes dir erklären, weil es wirklich simpel ist in diesen Grundprinzipien und Bereichen. Natürlich sind individuelle Baustellen da, die zu beachten sind, aber die Grundprinzipien sind einfach und simpel. Und dazu muss ich hier nichts erzählen, was unglaublich komplex und kompliziert klingt, nur damit irgendjemand denkt, oh Wunder, was benutzt der für Wörter, was hat der für Fachbegriffe, die er da mit einbaut und impliziert. Oh Mann, Wörter zu nennen. Es ist absolut unnötig. Und ich möchte die Sprache verwenden, dass du es verstehst, dass du es nachvollziehen kannst. Jedes Kind kann es im Grunde nachvollziehen. Weil, wie gesagt, Gesundheit nichts Kompliziertes ist. Und du brauchst nicht auf irgendwelche Sachen dich einfach blind zu verlassen. Hab auch mal die Eier, dir einzugestehen, hab mal den Mut dazu, Klartext zu reden, dir einzugestehen. Du weißt es nicht, wenn der da irgendwas von, zum Beispiel hat mich neulich jemand angeschrieben, Schwefelkur, musst du unbedingt machen und damit Parasiten ausleiten und so weiter. Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass eine Schwefelkur schlecht ist. Ich habe einfach keine Ahnung davon. Ich weiß nicht, wie sich eine Schwefelkur auswirkt auf den Körper. Habe das selber nicht erfahren. Ich weiß nicht, ob das eine Beschleunigung von einem Reinigungsweg ist. Weiß ich nicht. Könnte sein, kann gut sein, okay, kann gut sein. Aber ich spreche hier wirklich nur über die Dinge, wo ich genau weiß, dass sie funktionieren und die auch definitiv schnell genug funktionieren, weil es ist sowieso schon schnell genug, dieser Reinigungsprozess. Wenn du einfach nur deine Ernährung umstellst, ist der Reinigungsprozess den meisten schon zu heftig. Und da führt nichts dran vorbei, weil deine Organe und dein ganzes Gewebe muss sich wieder erneuern. Und Gewebe, das jetzt über Generationen, über Jahrzehnte, Jahrhunderte degeneriert wurde, das regenerierst du nicht innerhalb von einer Detox-Woche. Das passiert über die Wochen, über die Monate und vor allem dann über die mehreren Jahre, dass der Körper immer vitaler wird, immer elastischer, immer jünger, immer flexibler und immer fröhlicher, strahlender auch deine Stimmung wird. Das passiert dann. Ganz automatisch. Und solche Kuren kann man vielleicht zwischendrin mal machen, aber bei sowas wie Schwefel und diesen ganzen chemischen Sachen, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß genau, was auf der Ebene von der Ernährung passiert mit den Lebensmitteln. Gewissen Sachen dann, die abführend wirken, aber in einem natürlichen Maß, natürlich vorkommenden Verhältnis, diese Reinigungsmittel, die ich jetzt anwende. Und mit sowas Expliziten, da lasse ich dann auch meine Finger davon und dazu würde ich niemanden raten. Es kann sein, dass es hilft. Ich würde dafür keine Verantwortung übernehmen, persönlich einfach nur. Das ist mein Punkt bei solchen Mitteln. Würde ich jetzt der Masse auch einfach nicht empfehlen. Und weil bei so hochkonzentrierten Sachen einfach die Dosierung dann auch wieder sehr entscheidend ist. Und dann kann schon ein gewisses Maß an Dosierung sehr falsch sein. Der eine ist 1,90 und hat ein Gewicht von 50 Kilo und der andere wiegt 100 Kilo auf 1,50. So. Und da hast du einfach verschiedene Punkte. Mann, Frau, Geschlechter entscheidend. Es ist einfach sehr spezifisch dann und ich würde mich dann auf solche konzentrierten Sachen nicht einlassen, weil ich eh gemerkt habe, wie gesagt, mein Körper sagt es mir genau. Wenn ich
auf gewisse Sachen zurückgreife und die esse, mein Körper reagiert genau und der Körper reagiert immer genauer. Der ist das feinste Messinstrument überhaupt. Keine Blutanalyse ist so genau, wie dein Körper selber deine Gesundheit analysiert, wenn du wieder lernst, darauf zu hören. Ich brauche keine Bestätigung von diesen Tests. Viele brauchen die vielleicht, weil das Körpergefühl verloren gegangen ist. Wenn du das Körpergefühl wieder gewinnst, dann weißt du genau, wie gesund dein Körper ist, wo du Krankheit generiert hast selber. Und wie gesagt, du brauchst keine komplizierten Sachen und du brauchst nicht irgendwas machen, wo du nicht verstehst, wo du nicht selber nachvollziehen kannst. Das ist genau mein Anliegen, was ich weitergeben möchte. Ich möchte niemanden verwirren, ich möchte Klarheit schaffen. Und diese Verwirrung kommt dann häufig nur, weil falsche Annahmen gemacht wurden. Viele machen dann die Annahme, oh, jetzt muss ich aber viel Cholesterin essen. Manche sagen wenig Cholesterin, andere sagen viel Fett, andere sagen Low Carb, High Carb, was auch immer, Ketogen, diese ganzen Begriffe. Und im Grunde verlieren sich die meisten völlig darin, machen die Annahme, es ist jetzt so, dass ich dies und jenes essen muss. Und dann zählen diese Theorien mehr als die Erfahrung. Das ist der Punkt. Wenn du irgendwelche Annahmen machst, dann bist du verwirrt plötzlich, weil jemand anderes kommt, oh, ich mach's ganz anders und irgendwie funktioniert es auch und dann ist eine Verwirrung da und eine Verzweiflung. Was ist überhaupt noch richtig? So, ich möchte dich zu einer Klarheit bringen, dass du ganz klar erkennst, das, was ich dir sage, ist zuerst immer nur eine Option. Du sollst mir das nicht glauben. Du sollst kein einziges Wort blind glauben von dem, was ich dir sage. Aber du sollst eben auch nicht das Gegenteil machen und sagen, es ist nicht so. Wenn du sagst, es ist Schwachsinn, was ich sage, dann machst du genau das Gleiche. Du glaubst, es ist Schwachsinn. Im Grunde kannst du dir nicht eingestehen, dass du es nicht weißt. Und erst wenn du sagst, du weißt es nicht, entsteht die Option, es wirklich zu erfahren. Und wenn du es erfahren hast, wird es zu wirklichem Wissen. Das heißt, halte die Option offen. Das, was ich sage, nimm es erstmal einfach so hin. Sag nicht, dass es stimmt, aber sag auch nicht das Gegenteil. Nimm es einfach hin und sieh es als Option. Und dann kannst du rausfinden, erst in gewissen kleinen Rahmen experimentieren, rausfinden, ob das logisch ist, ob das schlüssig ist, ob das wirklich so funktioniert, ob dein Körper wirklich so reagiert, wie ich das irgendwie erzähle bei gewissen Experimenten, Sachen oder bei Ernährungsumstellung. Oder ist das Quatsch? So. Aber probier es einfach aus. Und wenn du die Erfahrung machst, wenn du gewillt dazu bist, konsequent das auszuprobieren, was ich sage, kann ich dir versprechen, dass du es nachvollziehen wirst, weil du den gleichen Körper hast wie ich. Natürlich sind wir alle in Nuancen verschieden und so weiter, die Grundprinzipien sind aber gleich. Und dementsprechend, wenn du gewillt dazu bist, zu üben, dein Instrument zu lernen, wirst du es herausfinden. Und kannst es selber nachvollziehen. Aber solange du es nicht nachvollziehst, dann können wir hier endlos diskutieren, weil es beruht auf keinem Fundament, die Diskussion. Ich teile dir dann einfach nur, was meine Erfahrung ist, was für mich ein Wissen ist, was für mich keine Vermutung ist, was ich nicht als Annahme gemacht habe, sondern was ich erfahren habe. Was ich dir hundertprozentig sagen kann, dass es so funktioniert. Und nicht, weil ich davon überzeugt bin, sondern weil ich weiß, dass es so ist, was nicht arrogant klingen soll, sondern einfach nur dir vermitteln möchte, dass es keine Vermutung ist, was ich dir hier erzähle.
Und wenn du mal nachfragst bei vielen Leuten, wo Dinge unglaublich kompliziert klingen, dann wirst du feststellen, im Grunde, sie sind einfach überzeugt davon. Sie sind überzeugt davon und im Grunde, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, ob sie ehrlich zu dir selber, zu dir dann sind, im Gespräch weiß man nicht, aber wenn sie ehrlich zu sich selber sind, die meisten wissen es nicht und haben eine Annahme gemacht. Genau. Das war's. Das wollte ich loswerden. Das ist jetzt ein bisschen länger und umfangreicher geworden. Vielleicht werde ich auch nochmal ein extra Video machen, in Kurzform es fassen. Bin ein bisschen abgedriftet, aber sehr wichtig. Und ich hoffe, dir hilft es weiter, Klarheit zu schaffen. Das heißt, wenn du irgendwo Verwirrung hast, dann ist es nur, weil du falsche Annahmen gemacht hast. Du kannst nicht verwirrt sein, wenn du sagst, du weißt es nicht. Wenn du sagst, du weißt es nicht und das erkennst, diesen ersten Schritt, erkennst, dass du es nicht weißt, dann ist da keine Verwirrung mehr da. Es entsteht immer mehr Klarheit und du wirst wirklich auf die Suche gehen und du wirst es auch wirklich rausfinden können. Und das wünsche ich dir. Und wenn du weitere Infos möchtest, dann abonniere den Kanal und schau dir die ganzen anderen Videos noch an. Und dann vor allem, setz dich hin, mach's. Setz es um. Das wünsche ich dir. Und dazu gibt's übrigens auch einen Quiz. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel die Ernährung umstellen möchtest, habe ich ein Newsletter. Kannst du dich eintragen. Und zwar, das Quiz heißt Umstellen auf Rohkost. Kannst dich kostenlos eintragen. Ist unten drunter verlinkt. Ansonsten, mach's gut. Und ich wünsche dir nur das Beste. Ciao.